Hallo zusammen und willkommen zurück zur nächsten Folge Phoenix Point. Eine bessere Welt, sagt sie hier. Nachdem wir letztes Mal diese Zuflucht da von denen beschützt haben, haben wir auch ein bisschen Munition bekommen für Lasergewehre. Also Synetrion ist halt die Fraktion, die so zukunftsgewandt ist, ne, und Laserwaffen und sowas produziert. Ich glaube, das ist ganz nett, die möchte ich haben. Also zumindest früher wollte ich die haben, deswegen antworte ich ihr auch positiv. Die Welt kann definitiv besser werden. I'm glad our values are aligned, at least in this matter. Please keep thinking about what kind of world you want to live in. Maybe we can build it together. Ja, möglicherweise. Soldaten auffüllen, jawohl. Kost wieder diesen Gegenstand herstellen, geht das überhaupt? Kann ich auf Plus drücken, warum nicht? Naja, egal. Ja, die erste Zuflucht. Wollen wir einen Gebietsscan hier starten? Kostet halt ein bisschen. Ja, wir haben es. Wir gucken mal, was hier draußen auf dem Meer ist. Sollten wir zurückgehen, um ihn zu heilen? Wir sollten zurückgehen, um die Produktionssachen einzusammeln. Oh, und wir haben hier ein Pandorennest. Operationsreichweite 1200 Kilometer. Okay. Das wäre, glaube ich, ganz gut, das auszuschalten, oder? So, was haben wir? Die Kolonie, ja. Aktive Pandora-Strukturen, also einer, das ist die. Machen wir. Wollen wir das in dieser Folge machen? Ich glaube schon. Wenn wir dieses Teil haben. Was haben wir denn eigentlich mit der für die Forschung? Die Autopsie machen wir gerade, okay. Achso, die Forschung können wir erst machen, wenn wir eine Kolonie zerstört haben. Okay. Wir wollen das als nächstes wissen, um über Synetrion noch etwas mehr zu erfahren. Danach die Autopsien und dann was. So. Gucken wir nochmal nach der Rekrutierung. Der jetzt nicht mehr zur Verfügung. Das ist ein Forschungszentrum. Hier war Nahrungsproduktion. Achso, die können auch nicht. Ne? Da steht Überfall dran. Hier hinten ist immer noch der Sniper, den wir nicht haben wollen. Frag mich, ob hier irgendjemand neu dazukommt. Und hier wäre eine Mission zu erfüllen, um in der Fabrik. In Fabrikzonen wird all das hergestellt, was man für bauen, bla bla, okay. Wäre also auch eine mögliche Option. Was kann man hier eigentlich machen? Ah ja, man kann es schneller machen lassen. Okay. Wir haben einen Bodenfahrzeugeinsatzort wählen. Moment. Muss ich dafür in der Basis gucken? Fahrzeuge in der Basis. Wo gucke ich denn da jetzt? Fahrzeuge hier. Einsatzort. Manticore. Ach, passt nicht rein? Wahrscheinlich braucht er zwei Sitzplätze. Moment, Personal, wenn wir sagen. Chris kommt in die Basis. Geht auch nicht. Brauchen wir ein größeres Flugzeug, um das Ding mitzunehmen? Haben wir ganz umsonst gebaut. Ich würde es ausprobieren, wie viel wir haben. Wenn wir den hier lassen. Ah, okay, er braucht drei Sitzplätze. Mal sehen, wir haben den schweren Typen, wir haben den. Er wäre schon Stufe 4, ne, Chris? Warte mal, wir nehmen ihn mit.
Oder nee, er hat einen Aufstieg erhalten, deswegen, okay. Ja, wir wollen das. Heilbonus. Wenn er Heiler ist, wenn er das nutzt. Okay. Wie viel Schuss hat er noch? 4 plus das Magazin, okay. Hier, das meinte ich, was wir jetzt neu dazu gewonnen haben. Magazin für Neuralpistole, für Laserscharfschützengewehr, aber wir haben halt die Gewehre selbst nicht, sondern die Magazine dafür bekommen. Wir machen noch ein Gewehr, das brauchen wir jetzt nicht. Wer ist mit dabei? Er ist mit dabei. Er hat schon das neue Gewehr, genau. Ja, genau, und ich wollte gucken, ob man die Sachen irgendwie verkaufen kann. Ich glaube nicht. Na gut. Fahren wir jetzt so mit dem Auto da rein? Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Mit nur 3 Leuten an dem Auto. Ersetzt ein Auto 3 Leute. 2 in dem Fall, weil wir ja nur 5 haben. Ich glaube ja. Entdecke und eliminiere die Brutwächter, um das Nest zu zerstören. Okay. Achte auf die Verteidigungssysteme der Panorama. Die Wächter schlagen Alarm, wenn Soldaten im Sensorbereich sind. Oder sie greifen an. Die Eier schlüpfen, wenn sich Soldaten nähern. Okay. Tja. 4 Leute. Es wird schon gut sein. Ich weiß immer noch nicht, warum hier ein Ausrufezeichen dran ist. Auf Galan ist er. Naja, geht los. Atron-Schilde sind mit herkömmlichen Schusswaffen kaum zu durchdringen. Du musst Penetrationsschaden nutzen oder sie umgehen und flankieren. Wir haben es ja letztes Mal gesehen, mit der schweren Waffe war das überhaupt kein Problem. Ich weiß eben nicht, was uns hier erwartet. Ich glaube, das ist eher so, ja, diese Mind, wie heißen die, Mindcrawler, Boggler hier, diese kleineren Viecher. Okay, es sind eher. Hier ist ein Ei. Hier ist ein Ei. Was ist es? Mindfragger, genau. So würde ich sagen, die haben 160 Hitpoints, haben die Eier. Und wir haben hier so ein Hive. Okay, mitten im Ei. Okay, wir sind mittendrin. Oh shit. So, was hat er denn für eine. Er kann das Ding nicht angreifen? Warum nicht? Außerhalb der. Ach, das ist ein Granatwerfer. Okay, kann er sich hierhin bewegen? Er braucht 3. Oh Gott. Ach, shit. Das ist ein bisschen blöd. Also hier hinzugehen. Ich wusste nicht, dass es so beengt ist. Vielleicht blockiert er aber auch. So, den Weg. Also, wir gehen mal hier hin. Ei zerschießen oder dieses Ding zerschießen? Ich meine, wenn wir das zerschießen. Spawnen vielleicht keine Gegner oder was auch immer das Ding macht, um die Mission ist schneller zu ändern. Kann man da zielen? Hier, Bluten, Fähigkeit entfernt, Massenschlüpfen, Annäherungs-R irgendwas.
Auf dem Rumpf sind halt keine Fähigkeiten. Nee, wir müssen den Kopf treffen. Er hat selbst 340 Hitpoints. Er bereitet sich vor. Ah, okay. Da sieht man, das ist weit so ein Viertel. Kann er das schon angreifen? Jupp. Er kann nochmal draufschießen. That was a kill. Okay, soweit so gut. Wenn die Eier nicht schlüpfen. Mission abgeschlossen. Wie easy. Okay. Ja, gut. Das ist eine relativ kurze Folge dann, wenn ich jetzt immer sage, nach der Mission ist Schluss. Wir machen noch ein bisschen weiter und gucken, welche Missionen wir das nächste Mal angehen. Und vielleicht drehen wir es auch um. Vielleicht mache ich mal eine Umfrage, ob in der Folge erst die Mission kommen soll und dann das danach. Also zwischen den Folgen sozusagen, also zwischen den Missionen auf der Geoscape oder eben Missionen am Ende. Cool. Voll billig. Freue ich mich. Erkunde die vom Nebel bedeckten Bereiche. Ah, doch, tatsächlich. Um Kontakt mit den Zufluchten dort aufzunehmen und ihnen zu helfen, wenn du kannst. Gibt es sowas, ja? Okay, plus 5 bei allen. Ja? Also alle wollen das irgendwie verhindern, dass die Welt übernehmen. You seem to be genuinely on our side. Ja. And everyone here at Synedrion really appreciates that. Please understand that we are cautious with organizations such as the Phoenix Project. Not because we're trying to be obstinate, but because we've had some pretty terrible experiences that we'd prefer not to repeat. You know that I have high hopes for an alliance between the Phoenix Project and Synedrion. So my advice is this. What would be really helpful right now would be a more direct demonstration of your support. Demonstration. That could really win some hearts and minds. Yeah, okay. At this moment, we have a couple of really important projects running. The sort that could actually change the future, like improving our mist-repelling tech, which may allow us to peacefully coexist with the new ecology, or deploying a new breed of modified plant to help us reclaim the planet for ourselves. Believe me when I say we've had a lot of debates about which approach is better. And there are some pretty opinionated factions forming. In any case, we're lacking enough people to support both projects at once, and it's a bit of a deadlock. So if you could lend a hand with one of them, that would mean a lot. Mhm. Okay, also es gibt zwei Möglichkeiten, ne? Entweder Nebelabwehranlage oder eine Pflanzenart züchten, die den Planeten zurückgewinnt. Ich würde Nebelabwehranlage sagen. Wobei eben die Kraft der Natur nicht zu unterschätzen sein sollte. Aber wir machen Sarah das. Sarah will be pleased to hear that. She is one of the most passionate advocates of, well, some people would say the original values of Synedrion. But it's hardly that simple. She's part of a loose coalition called the Polyphonic Tendency, which advocates solutions that reject all hierarchies, all forms of domination. Nikolai, on the other hand, oh dear, I'm involving you in Synedrion. Also das ist auch innerhalb dieser Fraktion Spannungen gibt. Und wir haben uns jetzt für eine Seite entschieden und haben eine neue diplomatische Mission. Wo ist die denn? Mission verfügbar, läuft die ab? Gegen den Nebel. Ich weiß es nicht genau. So kurz beobachten, wie die Zeit hier verläuft. Ob da irgendwas passiert. Ja, also wir sollen ja dieses komische Labor verteidigen, okay. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als wenn das zeitkritisch ist. Okay, wir haben hier einen neuen Rekruten. Sturmsoldaten. Das ist ausgezeichnet. Den können wir nicht rekrutieren. Warum? Weil wir hinfliegen müssen. Das können wir tatsächlich machen und dann auch gleich die Mission
übernehmen. Es gibt diese Fabrikgeschichte, um was auch immer wir dann da herstellen, kaufen können, sollten wir vielleicht machen. Und wir können noch ein bisschen Zeit rumbringen, indem wir Sachen erkunden und gucken, was sonst so los ist. Keine Seepocke, eine Erkundungsstätte. Unsere Soldaten haben eine halb verrückte Kreatur in den Ruinen einer alten Bibliothek entdeckt, die einer Seepocke mit menschlichem Gesicht gleicht. Die Kreatur war anscheinend einst der Leiter der Bibliothek und sie ist immer noch menschlich genug, um den Weg zu einem verborgenen Schatz zu weisen. Sie spricht ausschweifend und wirr, aber irgendwie ziemlich interessant. Diese Kreatur ist ein Orakel, bittet die Jünger, ihre Weisheit zu ergründen. Folge den Hinweisen der Kreatur. Warum nicht? Es ist nicht einfach, die Anweisung der Kreatur zu verstehen, aber schließlich schaffen es unsere Soldaten mit viel Mühe, das Versteck zu finden, in dem der Bibliothekar sein Lieblingsbuch, die vollständigen Werke von James Joyce, versteckt hat. Ein wertvoller Fund für die Menschheit und für diejenigen unserer Soldaten, die sich für solche Dinge interessieren. Synedrion plus 4. Und 25 Fertigkeitspunkten für alle Soldaten, die dabei waren, vielleicht. Und wird dann in die Richtung nochmal fliegen und gucken. Forschung, ja, die Autopsie, das wäre nicht schlecht. Diplomatie, ah, das haben wir noch gar nicht gesehen. Wie akzeptieren. Ach so, das sind die Ziele und die Missionen, die wir erst annehmen müssen. Okay. Hier steht Missionsort suchen. Achso, ja, okay. Aufklicken. Ich sag mal akzeptieren. Jetzt steht da, läuft. Oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht zeitintensiv. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass da wieder auf. Die Athorn-Autopsie. Zusammenfassung. Frühere Mutationen dieser Kreatur, dieses Kreaturentypus, sind während des ersten Nebeleinbruchs im Jahre 2029 erschienen. Die riesigen Menschenmassen, die wir unter Zwang ins Meer gewandert sind, müssen die DNA von Meeresbewohnern in sich aufgenommen haben, um dieses Frankenstein-Monster zu erschaffen. Jetzt sehen wir immer mehr Atrons an Land. Unsere Hypothese besagt, dass landbasierte Reifungseinrichtungen Atrons im Schutz eines neuen Nebelausbruchs heranwachsen lassen. Die neuesten Atron-Mutationen haben wenig Menschliches an sich und sind für Zivilisten noch gefährlicher als früher. Die längerfristige Gefahr besteht darin, dass wir davon ausgehen können, dass ihre Evolution in raschem Tempo voranschreitet. Genetischer Ursprung 25% Anthropoiden, 15% Mensch, 60% unbekannt. Funktion Kampf, ihre Intelligenz ist geringer als die des Menschen, ermöglicht ihnen aber den Einsatz verschmolzener Waffen. Wir haben neue Gegenstände zur Produktion verfügbar. Goliath, GL2 Granatwerfer von Phoenix, okay. Und die Magazine dazu mit 8 Schuss. Stoß, Zerfetzen 4, Stoßradius 3, 4, 60 Schaden nur. Aber über Gegenstände hinweg, also das ist, glaube ich, das Besondere, was ein Granatwerfer bietet. Können wir bauen. Ich bin aber relativ zufrieden mit der Waffe, die wir im Augenblick haben. Wir hätten einen Beutezug. Brauchen wir im Augenblick nicht. Forschung abgeschlossen. Achso, das ist jetzt was Neues über Synedrion. Das ist eine Verschmelzung verschiedener politischer Bewegungen mit Wurzeln in der Sozialökologie, dem Anarcho-Syndikalismus und ähnlichen Glaubenssystemen. Wir müssen mal bei Wikipedia nachgucken, was das bedeutet. Als ausgesprochener Gegner von Hierarchien ist Synedrion egalitär und radikal demokratisch, wobei Entscheidungen per öffentlicher Versammlung herbeigeführt werden. Dennoch existieren zwei prominente Strömungen, die sich herauskristallisiert haben. Die polyphonische Tendenz, die wir unterstützen, die glaubt, dass der Ursprung der dysfunktionalen Beziehung der Menschheit zur Umwelt in den Hierarchien der Dominanz liegt, und die Terraformer, die für die Menschheit zuerst kommt.
für die die Menschheit zuerst kommt und die dem Konzept einer Anführerschaft wenig entgegenstehen. Das aktuelle Ziel Synedrions ist es, einen Weg der Koexistenz im neuen Ökosystem zu finden. Doch dieses Ziel wird von innen heraus in Frage gestellt. Okay, das kriegen wir jetzt auch noch als kleines Video. Synedrion was built on a dream. A world without hierarchies, without leaders, where human beings could embrace the potential of technology without its destructive side effects. The radicals of the old world had been proven right. The status quo could not sustain itself. But what now? What was the next step? Some argued for coexistence with the Pandoran ecosystem, hoping for a peaceful solution. Others advocated putting humanity before nature, and claiming the planet for themselves. Trusting in the safety of their havens, the people of Synedrion argued about the best way forward, but the Pandora virus had little interest in their arguments, and its power was still growing. Okay. Ritus des blutroten Mondes, Kurda. Der Ritus des blutroten Mondes steht kurz davor, in Kurda durchgeführt zu werden. Dieser Ritus ist darauf ausgerichtet, den Gläubigen den Wert des körperlichen Kampfes zur Unterstützung spiritueller Ziele zu vermitteln. Erfunden von den ehemaligen Zehnkämpferinnen Anna Gnostes Nisunjubu, die heute persönlich anwesend ist und gesegnet von der Erhabenen selbst, ist der Ritus des blutroten Mondes eine brutale Herausforderung, die nicht leichtfertig angenommen werden sollte. Anna Gnostes Nisubu, oh Gott, lädt unsere Soldaten zur Teilnahme ein. Sie würde gern sehen, ob das Phoenix-Projekt eine solche physische Prüfung übersteht. Das heißt, wir müssen jetzt kämpfen. Ja oder nee? Oh Gott. Ich kann nicht das. Ich muss. Wir nehmen natürlich teil, oder? Wir wollen noch sehen, was das Spiel uns zu bieten hat. Sie ist beeindruckt von unseren Soldaten. Offensichtlich vermittelt das Phoenix-Projekt seinen Leuten einige nützliche Fähigkeiten, lacht sie, obwohl ihr etwas abgespannt aussieht. Als Belohnung für euren Mut werde ich euch einige meiner persönlichen Trainingsmethoden beibringen. Ich helfe euch, die körperlichen Perfektionen ein wenig näher zu kommen, die wir alle anstreben müssen. So, wir haben 3 und 10 und die Soldaten haben 30 Schaden erlitten, aber sie haben 10 Ausdauer verloren, dafür 60 Fertigkeitspunkte erhalten. Okay, ein geheimnisvolles Wesen namens Apostel des Einmalgeborenen, ein Diener der Erhabenen, kam an unsere Basis vorbei und hinterließ folgende Botschaft. Was ist die Natur des Menschen? Können wir uns ändern? Liegt die Schuld in unseren Seelen, wo sie unerreichbar ist? Oder in unseren geschundenen Körpern? Vielleicht kann das Phoenix-Projekt ein Gefäß des Wandels sein. Es ist nicht an diesem demütigen Apostel, eine solche Entscheidung zu treffen, aber ich wünsche euch alles Gute. Mögen die Hüter der Schwelle eure Taten gutheißen. Es wird euch aufsuchen, wenn ihr euren Wert gezeigt habt. Die erste Initiation weitermachen. Offenbar arbeiten wir uns in der Hierarchie der Jünger so langsam hoch. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge. Da war das beschrieben, wen wir beeindrucken müssen, um irgendwann zu der Erhabenen vordringen zu können und uns mit ihnen zu verbünden. Okay. Zuflucht Info, die haben Elite, Wohnbereich, Nahrungsproduktion, Überfall. Das ist, dass wir da hingehen, ne? Und dann mögen sie uns nicht mehr und so weiter. Nee, wir machen das nicht. Wir haben da überhaupt keine Probleme. Wir können jederzeit zum Beutezug machen und uns da das Zeug holen. Brauchen nicht gegen die eigenen Leute. Ich sag mal, eigenen Leute kämpfen. So, aber wir wollten hier hin. Oh nein, wir wollten nicht hier hin, wir wollten hier hin. Ganz kurz ausruhen. Um die Hitpunkte hier wiederherzustellen und dann die nächste Mission anzugehen. Sieht es denn mit der Forschung aus? Die Autopsie läuft noch einen Tag. Wir haben Brutwächter-Autopsie. Pandora-Kolonien, was machen wir zuerst? Wir machen das. Dann kommt der Handel. Achso, Moment, das ist pausiert, aber das möchte ich dann doch. Hier, aber die Autopsie zuerst, dann der Handel. Erst der Handel, dann die Autopsie. So, Ausrüstungsproduktion. Wollen wir so ein Ding schon mal... Ach komm, wir bauen es schon mal, dann haben wir es da.
für den Fall. Und das Gewehr haben wir, okay. Hier steht, läuft. Ich weiß eben noch nicht, sabotiere die Zuflucht von Sinne. Ach so! Ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, die Mission wäre, um denen zu helfen, aber wir sollen die sabotieren. Oh. Blöd. Blöd. Naja, gut, wir fliegen mal hin. Und ausgeruht. Was ist das hier, ne? Oh, ich dachte, dass die Probleme haben und dass wir irgendwas gewinnen, wenn wir da hingehen. Aber oh, das will ich nicht. Wir müssen uns eine andere Mission aussuchen. Wollen wir denen helfen? Oder gucken wir hier nochmal? Wir gucken erst hier nochmal. Die Handelsprotokolle, okay. Was steht hier unten? Gute Beziehung zu den Anführern einer Zuflucht herstellen und den Beweis antreten müssen, dass wir keine potenziellen Betrüger oder Plünderer sind, bevor man in Erwägung ziehen wird, mit uns Handel zu treiben. Wie sieht das aus? Achso, hier, die sagen, was sie haben. Wahrscheinlich müssen wir hinfliegen. Können wir gleich mal machen. Genau, wir können Nahrung gegen Technologie tauschen oder eben das andere. Wir haben ausreichend, deswegen ist es okay. Wenn wir Technologie haben wollten, was brauchen die dann? Die wollen dann Nahrung haben. Ja, Forschungszentrum. Ich meine, für Nahrung, Technologie und hier halt andere Ressourcen. Ja, das ist ja... Finde ich blöd. Das kriegen die doch raus, dass wir das waren. Wollen wir die Mission? Ich guck mal ganz kurz, was da steht. Missionsbeschreibung. Nebelabwehranlagen, Technologie könnte den Verlauf des Krieges blabla ändern. Sie können sogar eine Art Frieden ermöglichen, aber der Test ist gefährlich und die Labore werden häufig angegriffen. Wir müssen sicherstellen, dass der Test erfolgreich durchgeführt wird, indem wir potenzielle Gegner eliminieren. Ich weiß eben nicht, wer hier der Gegner ist. Das könnte natürlich auch intern sein, ne? Dass es Menschen sind. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Auto machen sollen. Oder nicht. Ja, ich glaube schon, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.